meinen. Grüß Gott. Und? Der Wahnsinn. Und alle noch gut drauf. Gell? Alle noch gut drauf. Ja, es ist Frühling. Ich hab's gleich gewusst, dass Frühling ist. Nein, das ist ja erstaunlich. Kaum ist unser kleiner neoliberaler Sonnenkönig Guido Westerwelle wieder aus dem Familienurlaub in Südamerika zurück, schon wird's wärmer in Deutschland. Und der Frühling ist da. Aber schön, Mist, er ist ja auch wieder voll im Element bei diesem Parteitag in Nordrhein-Westfalen. Da hat er ja auch wieder losgelegt, ihr kauft mir den Schneid nicht ab. Und sind wir mal ehrlich, den wollen wir doch gar nicht, oder? Ja, aber ist ja auch schön, dass es bei der FDP noch was gibt, was man nicht kaufen kann. Ich find's in Ordnung. Ich find's in Ordnung. Aber jetzt haben wir wirklich den Frühling alle gut drauf. Und das nach den letzten aufregenden 4 Wochen. Was war wieder los? Vorratsdatenspeicherung gekippt. Da sagen jetzt viele, Vorratsdatenspeicherung, das interessiert mich nicht. Wir haben gar kein Vorrat. Wir haben noch nicht einmal ein Auto. Ja. Aber Vorratsdatenspeicherung gekippt. Das hat lang gedauert da hinten, ja? Vorratsdatenspeicherung gekippt. Bundesverfassungsgericht. Also jetzt dürfen ja die ganzen Telefonfirmen keine Daten mehr sammeln. Nee. Auch ist man bei den Kundenkarten, dann wird ja auch dauernd so Daten gesammelt. Nee, nach jedem Einkauf wird ja die Kundenkarte durchgezogen und dann wissen die ja alles. Die wissen ja alles. Da kaufst du viel Kaffee ein, dann kriegst du Werbung 2 Wochen später von Jakobs Krönung. Dann kaufst du viel Milch ein, dann kriegst du 2 Wochen später Werbung von der Molkerei. Ich kaufe in dem einen Supermarkt meinen ganzen Schnaps ein. Ich hab schon Post von der anonymen Alkoholiker gekriegt. Ja! Aber ist jetzt wirklich Bundesverfassungsgericht Vorratsdatenspeicherung gekippt? Ja, und da habe ich mir auch gedacht, Bundesverfassungsgericht kippt wieder ein Gesetz. Ja, hoffentlich tickt unsere kleine neoliberale Ukulele nicht wieder aus. Aber er hat sich zurückgehalten. Nee, wer ist ausgedickt? Dilo Sarrazin. Also der kommt mir mittlerweile auch so vor, als kommt er aus dem Zirkus Sarrazani. Der macht dir Vorschläge. Plötzlich fängt er an, ja, Hartz-IV-Empfänger können auch kalt duschen, weil das spart Energie und Kosten. Da merkt man doch, der Mann hat so heiß gebadet. Gell? Aber dann legt er nach, wenn Kinder ihre Hausaufgaben vergessen, dann wird's Kindergeld gestrichen. Gut, die Kinder ist es wurscht, aber die Eltern, oh, kein Schnaps mehr, keine Zigaretten, gell? Aber es ist Frühling. Alle gut drauf und habt es gemerkt, wir haben zwar Frühling, aber keine Spatzen mehr. Ja, keine Spatzen mehr. War neulich in der Zeitung drin gestanden, es gibt keine Spatzen mehr bei uns in Deutschland. Ja, mich wundert's nicht nach den Vorfällen in Regensburg. Da sehe ich Deutschland auch in einem großen Bogen umfliegt. Ja, und da war ja was los bei den Regensburger Domspatzen. Da haben sich wohl einige Priester gedacht, lieber einen Spatz in der Hand, aber bitteschön. Ja? Und es geht ja jeden Tag weiter, jeden Tag neue Schreckensmeldungen. Und nicht nur in kirchlichen Einrichtungen, nein, auch an Privatschulen. Odenwaldschule Heppenheim. Und da haben sie noch gesagt, ja, die Odenwaldschule, die ist von der UNESCO ausgezeichnet. Ja, es gibt aber auch ausgezeichnete Arschlöcher. Aber ich merke, alle noch gut drauf. Ist es der Frühling oder liegt es daran, dass ja, man hat ja rausgefunden, gerade Menschen in armen Ländern gut drauf sind. Und wir sind ja in Deutschland. Gut, arm ist jetzt vielleicht ein wenig übertrieben, aber 1,63 Billionen Euro Schulden haben wir ja. Und Schäuble, unser kleiner rollender Panzerknacker, der hat ja jetzt noch einmal 80 Millionen draufgelegt. Der Schäuble, die Merkel hat und den Schäuble bloß eingestellt als Finanzminister, weil sie gedacht hat, der hat noch 100.000 D-Mark vom Schreiber irgendwo gut angelegt. Nix! Hey, 1,63 Billionen Euro Schulden. Hey, das ist natürlich was. Und dann mit dem Finger auf Griechenland, sag ich. Griechenland, gerade mal 300 Milliarden Euro Schulden. Das ist ja gar nichts. Aber dann kommen dann so Vorschläge aus Deutschland. Ja, die sollen die Akropolis verkaufen. Die Akropolis, da waren ja viele. Wo soll ich denn die hinstellen, wenn sie die kaufen? In meinem Garten ist kein Platz mehr. Aber solche Vorschläge kommen. Und dass Griechenland jetzt verschuldet ist, gut, auf wen haben sie gehört? Goldman Sachs. Ja, Tausende haben sie aufs Orakel von Delphi gehört. Gut, das Orakel von Delphi.
Und es auch vergessen, was war das? Das war ja auch eine Frau, die unter Drogen gestanden war. Sowas wie die Amy Winehouse der Antike. Aber ne? Die Griechen immer noch gut drauf. Da würde man einen Generalstreik reinkaut, aber dann geht's weiter. Ja, Ducky hinauf, sie Ducky hinunter. Gell, ist der Beutel noch so leer, schmeckt der Uso umso mehr. Ja! Und Griechenland, das ist ja erst der Anfang. Die anderen sind ja auch pleite. Portugal, Spanien, ne? Italien, bitteschön, Italien. In Italien läuft ja gar nichts mehr ohne Schmierung. Ha? Die schütten ja jetzt sogar schon das Altöl in den Fluss neu. In den Po. Ha? Bloß damit es auch besser läuft. Ja? Und bitteschön, man weiß ja nicht, wer es war. Vielleicht war es sogar die Bildzeitung, wo das Altöl reingeschüttet hat. Was tut man nicht alles für eine Schlagzeile? Italiener haben Öl im Po. Man weiß es nicht. Hey, aber bitteschön, nicht das gute Altöl schütten die Italiener fort. Altöl! Was haben wir früher alles mit Altöl gestrichen? Kilometer weiß Gartenzäun haben wir mit Altöl gestrichen. Altöl, und es ist neigekrochen. Und es war drin. Im Winter. Im Sommer, wenn die Sonne drauf geschienen hat, da warst du schon drüber gehen, aber dann warst du auch wieder gut drauf. Altöl, das gute Altöl. Früher ist alles mit Altöl gemacht worden. Weißt du, da sind Scheunen durchgestrichen worden mit Altöl. Wenn der Mähdrescher nichts mehr gegangen ist, wir haben gar keinen Schmiernippel mehr gesucht. Altöl drauf. Wenn die Mutter kein Babyöl mehr gehabt hat, Altöl. Deswegen hat sie auch damals in die 60er Jahre so viel schwarze Kinder gegeben. Gell? Aber ich höre jetzt besser auf. Ja, weil diese schwarzen Kinder, das ist ja auch sowas. Altöl, überall Altöl. Ne? Aber bevor ich mich da weiter verhitte, tschüss, servus. Ja, Michel Müller. Ich dachte, es kommt noch. Entschuldigung. Ich dachte, es kommt noch mal. Entschuldigung. Mein Fehler. Ich war so gebannt, ich dachte, da kommt noch was. Michel Müller, meine Damen und Herren. Es war von jeher der Traum der Menschen, die Zukunft vorhersagen zu können. Und zu allen Zeiten hat es Betrüger mit genug krimineller Energie gegeben, die aus dieser Sehnsucht der Menschen Kapital zu schlagen wussten. Sehen Sie, wenn Sie in der Antike keine Lust mehr hatten, auf die Zukunft zu warten, dann sind Sie zum Orakel getrabt, oder? Ja, da saßen dann diese zum Arbeiten zu faulen Scharlatane und haben Ihnen die Zukunft vorhergesagt. Aus dem Vogelflug oder die haben so ein paar schöne Hühnerknochen auf einen geweihten heiligen Stein geschmissen. Diese in jeder Beziehung verabscheuungswürdige Berufsgruppe hat sich natürlich im Laufe der Jahrhunderte sehr viel weiterentwickelt. Man hat modernere Methoden adaptiert. Von Vogelflug und Hühnerknochen ist man über Kaffeesatz und Glaskugeln jetzt bei Laptop-Charts und frisierten Statistiken gelandet. Der moderne Mensch vertraut der Wissenschaft, er geht zum Zukunftsforscher und er geht zum Aktienanalysten, meine Damen und Herren. An der Methode an sich selber hat sich nichts geändert. Die Scharlatane haben sich einfach gegenseitig Doktortitel verliehen und machen jetzt wunderbare Geschäfte. Es sind noch nie so viele sinnlose Prognosen erstellt worden wie derzeit. Kennen Sie zum Beispiel den IFO-Geschäftsklima-Index? IFO-Wird jeden Monat veröffentlicht, ganz wichtig. Da heißt es in den Nachrichten immer, es ist ein wichtiges Barometer für die deutsche Wirtschaft. Barometer kennen Sie? Da klopft man so dran, dann macht der Zeiger brrrr. IFO-Geschäftsklima, achten Sie drauf, das ist immer in der Zeitung. IFO-Geschäftsklima-Index. Wissen Sie, was das ist? Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des IFO-Institutes München, die telefonieren einmal im Monat mit einer ausgewählten Zahl von Unternehmern und befragen die nach ihren Erwartungen für das nächste halbe Geschäftsjahr. Also die fragen nicht, wie war es oder wie ist es, sondern die fragen, was glaubt ihr, wie wird es? Die akademischen Kaffeesatzleser telefonieren mit den Glaskugelbesitzern. Und daraus erstellen die einen Index. Mit einer Stelle hinterm Komma. Und dann steht in der Zeitung, der IFO-Geschäftsklima-Index ist stärker gestiegen als von Experten erwartet. Wissen Sie, was hier los ist? Die halten uns für genauso blöd, wie wir sind, meine Damen und Herren.
Was hat sowas alles noch mit Journalismus zu tun, diese Schlagzeile? Der größte Rückgang der wirtschaftlichen Leistung in Deutschland seit 1949. Was ist das für eine Schlagzeile? Entschuldigen Sie bitte mal, wie viel muss man wegsaufen, um sowas zusammen zu fantasieren? Ich wette, Sie haben intelligentere Lebensformen auf Ihrem Duschvorhang zu Hause. Das Bruttosozialprodukt in Deutschland ist im Jahr 2009 um 5% gesunken. Das ist soweit richtig. Nur was hat das mit 1949 zu tun? Können Sie mir das mal erklären? Haben Sie mal Bilder von 1949 gesehen? Ziehen Sie davon mal 5% ab. Das kann man doch nicht miteinander vergleichen.